Hallo, ich grüße Sie von Bad Flinsberg. Leider nie so freundlich, nie so lieb, nie so voll wie immer. Aber was können wir machen? Ist alles leer, wir warten auf Gäste, aber zurzeit, so wie man sieht, alles total leer, keine Gäste. Eigentlich die Leute, die laufen, das sind die Einwohner oder manchmal die polnischen Kurgäste, die dürfen wirklich zur Kur kommen. Sonst nichts. Leer sind die Hotels, leer ist erstmal die Stadt, leer sind die Gaststätten, die sogar zu sind. Aber wir hoffen alle, dass die besten Zeiten noch kommen, dass wir richtig uns wieder treffen werden, dass wir wieder wie viele wunderschöne Fahrten zusammen machen, die wir immer gemacht haben. Dass ich Ihnen neu die Polen zeigen werde, dass ich Ihnen neu Bad Flinsberg zeigen kann in Zukunft, dass wir uns wieder treffen werden am Kaffee. Und werden wir uns unterhalten, was wir in dem vorigen Jahr wegen Corona verloren haben, was wir verpasst haben, was wir aber bestimmt nachfüllen werden. Weihnachten vorbei, aber so wie Sie wissen, so ich immer auch kläre, in Polen fangen wir ein bisschen später mit der ganzen Beleuchtung und wunderschönen Dekorationen an, aber wir halten das dafür länger. Deswegen auch unser schöner Weihnachtsbaum noch da. Abends sieht man auch wunderschön die Lampen, die sind alle mit schöner weihnachtlicher Beleuchtung noch. Das ist alles so wie immer. Einzige, was fehlt, unsere Gäste. Also es fehlt die Stimmung, es fehlt die viel Arbeit am Wochenende, wenn eine immer neue Anreise ist. Aber wir sind sicher, das kommt bald wieder. Bad Flinsberg entwickelt sich vielleicht nie so schnell jetzt, dadurch, dass keine Gäste kommen, dadurch, dass wir auch als Stadt nicht genug Geld bekommen. Aber es ist immer was Neues für die Gäste gemacht. In diesem Jahr geplant für Mai 2021 ist Eröffnung von einem Turm, Aussichtsturm. Also in der Nähe vom Hotel Malachit, Bescheid für die Gäste, die das kennen, entsteht ein Aussichtsturm. Das werden wir dann zusammen sehen können. In Bad Flinsberg ist alles leer. Die Hotels sind auch leer. Die alle warten auf Eberhard-Gäste, die bereiten sich vor. Die rechnen die Tage, wann die Gäste endlich kommen, wann endlich hier Leben kommt, wann wir wieder die Gäste begrüßen können. Hier ist bei mir auch die Besitzerin vom Hotel Berliner. Die versuchen immer was zu machen. Wir zeigen ihnen gleich auch. Aber die warten vor allem auf alle Gäste, die hier seit über 15 Jahren schon kommen. Die für Berliner Stammkunden schon mehrere Jahre sind. Die sind sogar zweimal im Jahr manchmal hier. Die haben schon Buchungen für dieses Jahr gemacht, für voriges Jahr gemacht. Die warten alle auf Berliner, dass das Hotel eröffnet wird, wieder. Wir warten aber auch auf alle Gäste, die zu uns kommen wollen. Wir möchten Ihnen wieder zeigen, was sich hier geändert hat in der schlechten Zeit, was hier richtig gut genutzt wurde, und Ihnen zeigen, Sie begrüßen und dass Sie mit uns auch weitergehen, dass Sie auch Hotel Berliner und andere Hotels in Bad Flinsberg unterstützen werden und neu kennenlernen werden. Bis bald! Czekamy na Państwa całym swoim sercem.